das Amt des Vizepräsidenten benennen. Das wird die Yvonne Maguas sein. Wir hätten gerne zwei Kandidaten benannt, einen für die CDU, einen für die CSU. Das haben uns die anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag leider nicht ermöglicht. Das finden wir sehr, sehr bedauerlich. Es wäre kollegialer gewesen, wenn wir das hingekriegt hätten. Aber okay, das sind neue Zeiten, neue Mehrheiten. Wir beschäftigen uns aber nicht nur damit, was morgen in der konstituierenden Sitzung passieren wird, sondern natürlich auch mit den aktuellen politischen Ereignissen. Wir haben einige besorgniserregende Entwicklungen. Dazu gehört das Thema Migration. Dazu habe ich mich auch letzte Woche schon geäußert. Da bleiben wir natürlich wachsam, insbesondere hinsichtlich der Frage, was an der deutsch-polnischen Grenze passiert. Wir sehen aber auch mit großer Besorgnis das Steigen der Energiepreise, die Inflation, die Tatsache, dass Jens Weidmann als Bundesbankpräsident aufhört. Das heißt, es gibt viele, viele politische Themen. Und diese Themen, die werden wir natürlich auch in der Opposition, so sieht es ja aus, bearbeiten in der Zeit, wo sich die anderen Fraktionen oder Parteien in den Koalitionsverhandlungen befinden. Und wir werden uns auch die Freiheit nehmen, während dieser Zeit der Koalitionsverhandlungen auch immer wieder auf die Brüche, insbesondere auf die Brüche hinsichtlich der Wahlversprechungen hinzuweisen. Und wir werden auch während der Koalitionsverhandlungen darauf hinweisen, wo wir meinen, dass dort Entwicklungen eingeleitet werden, die nicht gut für unser Land sind. Das machen wir konstruktiv, das machen wir auch sehr gesittet, aber wir werden es doch deutlich und hart ansprechen. Und insofern ist es so, dass wir jetzt in der Opposition leider angekommen sind, aber wir nehmen die Rolle an und wir werden sie ausfüllen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir gehen jetzt in die 20. Wahlperiode. Morgen konstituiert sich der Deutsche Bundestag und wir stellen fest, dass die Situation schon eine grundlegende andere ist, auch in der Art der Zusammenarbeit. Ich bin auch persönlich enttäuscht und verärgert darüber, dass die zukünftigen Ampelkoalitionsfraktionen keine Bereitschaft signalisiert haben, hier in einem fairen Verfahren der CDU-CSU zwei Vizepräsidenten zuzugestehen. Ich glaube, dass es angemessen wäre. Die SPD, die nur knapp größer ist als die CDU-CSU-Fraktion, hat zukünftig den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Und schon daher wäre es angemessen gewesen, die CDU-CSU-Fraktion hier entsprechend mit zwei Vizepräsidenten zu beteiligen. Das ist jetzt leider nicht möglich. Und deswegen werden wir als CDU-CSU-Fraktion gemeinsam mit einem Vizepräsidenten zukünftig im Präsidium des Deutschen Bundestags vertreten sein. Wir werden diese Rolle jetzt auch aktiv annehmen, die Rolle auch eine Regierung zu begleiten, durchaus konstruktiv, aber kritisch, durchaus herausfordernd, progressiv. Wir werden mit dieser Ampelkoalition uns intensiv auseinandersetzen und auch die Fraktion aufstellen, organisatorisch aufstellen für diese Arbeit als Partei in der Opposition, als Fraktion in der Opposition und die inhaltliche Auseinandersetzung mit den zukünftigen Regierungsfraktionen führen. Vielen Dank. Wir haben Zeit für drei Fragen. Die erste, Frau Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ihre Frage bitte. An Sie die Frage, weil ja Frau Maguas Mitglied der CDU ist. Was war das ausschlaggebende Kriterium? Was erhoffen Sie sich von Frau Maguas als Kandidatin für die Vizetagspräsidentin? Und an Sie beide die Frage, haben Sie das Gefühl, Ihre Fraktion ist schon angekommen in der Oppositionsrolle? Ja, also erstmal ist es so, dass wir natürlich viele Bewerber hatten und die Namen sind ja auch entsprechend genannt worden. Und ich glaube, die wären allesamt geeignet gewesen und wir hatten auch wirklich gute dabei. Es ist jetzt so, dass wir aber einen guten Konsens gefunden haben. Wo es auch so ist, die Yvonne Maguas ist eine erfahrene Parlamentarierin, seit 2013 dabei. Sie ist Vorsitzende der Gruppe der Frauen. Sie ist ein relativ junges Mitglied unserer Fraktion, auch mit einem Kind, bringt also auch Lebenswirklichkeit mit und steht somit mitten im Leben. Das heißt, die Kombination ist eine erfahrene Parlamentarierin, die eine Führungsfunktion bei uns in der Fraktion hat,
die mitten im Leben steht. Sie hat ihren Wahlkreis, was auch nicht so ganz einfach ist, in Sachsen direkt gewonnen. Also viele, viele Komponenten kommen da zusammen. Und es ist so, dass die anderen potenziellen Bewerberinnen und Bewerber gesagt haben, uns ist es wichtig, dass wir mit einem einigen Signal da rausgehen. Und so haben wir uns dann also entsprechend geeinigt. Und ach so, die Frage, ja, sind wir angekommen? Ja, wir sind angekommen. Es ist so, dass das relativ schnell gegangen ist. Die Realität hat uns da sehr, sehr schnell eingeholt. Und wie gesagt, wir machen das also auch mit einer gewissen Freude. Wir hätten uns mehr gefreut, wenn wir in der Regierung gewesen wären. Das ist überhaupt keine Frage. Aber eine Opposition gehört zu einer Demokratie auch dazu. Und jetzt übernehmen wir die Rolle der Opposition. Und nochmal, also wir werden das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so machen, dass wir aus Prinzip alles falsch finden, was die neue Regierung da machen wird. Aber wir sind Opposition und wir werden den Finger in die Wunde legen. Und wir werden auch mit eigenen Vorschlägen kommen. Und insofern wird das also eine ganz spannende Legislaturperiode werden, wo die Regierung auch da auf einiges gespannt sein kann, die zukünftige. Wir gehen verantwortungsvoll mit dieser Rolle um. Das heißt, aktiv, aber vor allem auch kritisch, konstruktiv kritisch, aber auch kritisch mit einer neuen Bundesregierung. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass zwischen diesen Ampelkoalitionären ja ganz offensichtlich auch die Unterschiede zutage treffen. Ich bin irritiert darüber, dass man sich jetzt offensiv als Ampelparteien hinstellt und dafür wirbt, dass es keine steuerlichen Entlastungen in diesem Land für die Mitte der Gesellschaft geben soll. Mein Eindruck war, dass in diesem Bundestagswahlkampf auch gerade Entlastungen eine große Rolle gespielt haben, und zwar bei allen Parteien. Und daraus jetzt das Ergebnis zu erzielen, dass es schlichtweg keine Entlastung für die Mitte der Gesellschaft, für die kleinen und mittleren Einkommen gibt, daraus wird schon sehr, sehr deutlich, dass diese Ampelkoalition ganz offensichtlich ihre Versprechungen auch nicht in der Lage ist einzuhalten. Und wir werden genau diese Art der Auseinandersetzung mit diesen Parteien und Fraktionen führen. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage, Herr Rinke von Reuters, bitte. Sie haben eben beide beklagt, einen Umbruch und ein Gegeneinander, nicht so sehr ein Miteinander der Fraktionen bei der Besetzung des Bundestagspräsidiums. Gilt das auch für die Sitzordnung? Haben Sie noch Hoffnung, dass die Union da sitzen bleibt, wo sie jetzt sitzt? Was wäre so schlimm daran, neben der AfD zu sitzen? Naja, also ich meine, wenn ich mir die Parlamentsgeschichte in Deutschland angucke, aber korrigieren Sie mich gerne, dann ist es immer so gewesen, dass also vom Präsidium aus die FDP rechts von uns gesessen hat. Das heißt, es wäre jetzt neu. Ich weiß nicht, ob die FDP damit auch eine andere Verortung in irgendeiner Art und Weise symbolisieren will. Wir haben unseren Platz, den möchten wir also auch entsprechend gerne behalten, weil wir auch in der Mitte des politischen Spektrums stehen als breit aufgestellte Volkspartei. Wenn man uns da jetzt irgendwo überstimmen wird, dann halten wir das also für sehr, sehr bedauerlich. Wir halten es für falsch. Ich glaube, man sollte mit neu gewonnener Macht dann auch entsprechend angemessen umgehen. Aber das werden die nächsten Tage zeigen. Und insofern hoffen wir da auf die Einsicht der Ampelkoalition. Die Sitzordnung im Deutschen Bundestag ist kein Karussell, das man immer wieder neu drehen kann, sondern da gibt es traditionelle, angestammte, demokratisch legitimierte Plätze. Und wir finden es einfach nur bedauerlich, dass offensichtlich darüber diskutiert werden kann, dass man die CDU-CSU-Fraktion hier verschiebt und das mit einer Begründung der FDP. Sie würde einfach gern irgendwie mal einen anderen Platz im Deutschen Bundestag ausprobieren. Ich glaube, das reicht als Begründung schlichtweg nicht aus. Und es zeigt sich auch gerade jetzt, nicht nur bei der Frage der Vizepräsidenten, auch bei der Frage der vergangenen Woche, was die Beauftragten anbelangt, als auch jetzt bei der Frage der Sitzordnung im Deutschen Bundestag, dass sich offensichtlich die neue Koalition in der Ampel schwer tut, im Parlament mit den anderen Fraktionen auch umzugehen, wenn wir sagen, vielleicht auch stilvoll umzugehen. Da scheint es noch erheblichen Nachholbedarf bei den zukünftigen Ampelkoalitionären zu geben. Kommen wir nun zuletzt. Ja, da merkt die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach 16 Jahren Regierung, wie hart das Los in der Opposition sein kann. Nur einen Vizepräsidenten, das ist dieses Mal eine Vizepräsidentin, Yvonne Marquardt, sage ich gleich noch was dazu. Und auch möglicherweise rutscht die
CDU-CSU-Fraktion weiter nach rechts im Bundestagsplenum, wenn die FDP sich durchsetzt und in die Mitte rückt. Yvonne Macquas, eine Überraschung, eine Kompromisskandidatin aus Sachsen. Sie wird also Bundestagsvizepräsidentin, wenn die anderen Fraktionen ihre Personalvorschläge so durchbringen, wie sie es angekündigt haben. Dann ist Wolfgang Kubicki im Moment der einzige Männliche im Bundestagspräsidium in dieser Legislaturperiode. Er ist ja möglicherweise auch nur ganz kurz im Amt. Vielleicht wird er noch Fraktionsvorsitzender. Von der AfD wird wahrscheinlich morgen niemand zum Bundestagsvizepräsidenten gewählt, also Michael Kaufmann, der da kandidieren soll. Und ansonsten sind es 5 Frauen. Es ist die mögliche neue Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD, die Vizepräsidentin ist Aydan Özoğuz. Dann ist es, wie gesagt, von der CDU, ich habe den Namen genannt, Yvonne Macquas, es ist Claudia Roth und es ist Petra Pau von den Linken. Also 5 Frauen und ein Mann in Zukunft im Bundestagspräsidium. So, nächste Partei, die hier ihre Fraktionssitzung abhält im Moment, das ist die neueste, stärkste Fraktion seit Neuem, die stärkste Fraktion im Bundestag, die SPD. Wie gesagt, sie wird die Bundestagspräsidentin stellen, wird morgen Bärbel Baas vorschlagen und Aydan Özoğuz soll dann Vizepräsidentin für die SPD werden. Der am längsten im Amt befindliche Bundestagsvizepräsident der vergangenen Legislaturperiode war ja Thomas Oppermann, der vor einem Jahr verstorben ist. Dann hat das restliche Jahr in dieser Legislaturperiode in der vergangenen Daniela Ziegler für die SPD übernommen. Alles Weitere jetzt zu dem, was die SPD morgen für die konstituierende Sitzung im Bundestag als zukünftig stärkste Fraktion im Bundestag plant, jetzt vom Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Arbeit, eine herausfordernde Arbeit in einer Legislaturperiode von 4 Jahren, die wir morgen beginnen werden. Und dazu wird gleich die Fraktion ein Votum in geheimer Wahl abgeben, ob dem Vorschlag des Fraktionsvorstandes, nämlich Bärbel Baas als Bundestagspräsidentin und Aydan Özoğuz als Vizepräsidentin gefolgt werden kann. Ich möchte dazu noch einige Bemerkungen gleich in der Fraktion machen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass beide Kandidatinnen der SPD wie auch andere Kandidaten demokratischer Parteien morgen für die Wahl ins Präsidium ein gutes Ergebnis erreichen werden. Frau Baas hat meines Wissens sich bereits eben in der Fraktion Die Linke vorgestellt und wird auch gleich noch bei der CDU-CSU-Fraktion, bei den Grünen und bei der FDP-Fraktion sein. Von daher glaube ich, ist es eine gute Gelegenheit, sich noch mal mit der Kandidatin ins Benehmen zu setzen. Zum anderen werden wir gleich in der Fraktion noch über die übermorgen beginnenden Koalitionsgespräche in den Arbeitsgruppen auch zu sprechen haben. Auch da bin ich sehr froh, dass auch Vertreterinnen und Vertreter meiner Fraktion, auch neue Kolleginnen und Kollegen, an diesen Gesprächen mit den beiden anderen Parteien teilnehmen werden. Und zum anderen gehe ich einfach davon aus, dass wir eben auch den Zeitplan, den wir uns jetzt in der letzten Woche darauf verabredet haben, auch Gelegenheit nehmen, dies zu tun. Und von daher wird auch eines der großen Herausforderungen sein, nicht nur die Koalitionsverhandlungen zu führen, sondern wir werden uns auch auf das Infektionsschutzgesetz bzw. auf die Frage der Verlängerung der pandemischen Lage auch beziehen. Dazu gibt es fachliche Überlegungen, die wir dann auch im November hier in den Sitzungen des Deutschen Bundestages werden diskutieren und dann auch abschließend beraten werden. Ich hätte eine Frage noch mal zu den Vizes. Die CDU, CSU sagen ja, dass es eigentlich fair wäre aus ihrer Sicht, wenn sie 2 Posten hätten. Ist das eine Position, die die SPD unterstützt oder muss sich die Union damit abfinden, eine Position zu bekommen? Naja, die Union hat natürlich Bedarf, dass sie jetzt eben in dieser neuen Rolle versucht, weitere Ämter zu besetzen. Aber die Union weiß auch genau, als wir damals die gleiche Frage gestellt hatten, dass die Union dies vielleicht nach Beratung abgelehnt hatte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir dieser Bitte gefolgt wären, hätte ja ein weiterer Vizepräsident auch in den anderen
Fraktion notwendigerweise bestellt werden müssen, weil sonst hätten sich ja die Mehrheitsverhältnisse im Präsidium nicht entsprechend abgebildet. Ich glaube, wir sind da sehr verantwortungsvoll mit umgegangen mit dieser Frage. Und dass die Union sich jetzt auf eine Vizepräsidentin wird verständigen müssen, das ist eine Aufgabe, vor der auch andere Fraktionen stehen. Jede Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufgrund der möglicherweise dann neu gefassten Geschäftsordnung einen Vizepräsidenten auch haben können. Die Fraktion der AfD wird einen Kandidaten aufstellen. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode nach immer ausführlicher Diskussion über die Bewerbungen der AfD-Kandidaten gesprochen. Jeder Abgeordnete in meiner Fraktion ist bei der Abstimmung frei. Ich muss aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass die AfD sich weiterhin zusätzlich radikalisiert hat in ihren Reihen. Und nach meinem Kenntnisstand kommt der jetzige Kandidat aus dem Landesverband Thüringen, der ja dort vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und aus dieser Situation heraus kann jeder seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Ja, damit kann man also mit Sicherheit davon ausgehen, dass die AfD auch zunächst mal zumindest in dieser Legislaturperiode keinen eigenen Bundestagsvizepräsidenten bekommt. Morgen wird er auf jeden Fall aber kandidieren. Das ist Michael Kaufmann aus Thüringen. Rolf Mützenich hat es gerade gesagt. Und er hat gemeinsam mit der Co-Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, der Alten wieder Neuen, das ist ja Alice Weidel, auch heute Nachmittag ein Statement gegeben. Links neben mir unser Kandidat für den Bundestagsvizepräsidenten, Professor Dr. Michael Kaufmann. Wir werden ihn als Vizepräsident vorschlagen und ich bitte Herrn Kaufmann, sich selbst vorzustellen und damit haben Sie das Wort. Danke. Ja, Michael Kaufmann, mein Name. Ich bin noch amtierender Vizepräsident des Thüringer Landtags. In der vergangenen Woche, am Donnerstag und Freitag, habe ich die voraussichtlich letzte Sitzungsleitung dort gehalten. Ich komme selbst aus Thüringen, bin in Gera geboren, habe Energietechnik studiert, dann später in der Industrie gearbeitet bei verschiedenen Firmen. Ich habe am Karlsruher Institut für Technologie promoviert und habilitiert und seit 2010 bin ich Professor für Maschinenbau an der Ernst-Appe-Hochschule in Jena. Seit 2019 ruht allerdings dieses Verhältnis, dieses Dienstverhältnis, weil ich seitdem im Landtag, im Thüringer Landtag Abgeordneter bin. Wie gesagt, 2020 bin ich zum einem der Vizepräsidenten gewählt worden. Selbst Bodo Ramelow hat danach gesagt, er habe mich gewählt. Ob das ein besonderes Qualitätsmerkmal ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er damit der Demokratie einen Dienst erwiesen. Ja, und sicher wegen dieser Erfahrungen bin ich von meiner Fraktion, der AfD-Fraktion, zum Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten nominiert worden. Ja, ich erwarte morgen einen Lackmustest für die Demokratie. Wir werden sehen, ob es wie in der letzten Bundestagsperiode weitergeht, dass einige Abgeordnete lieber auf Ausgrenzung und Spaltung setzen oder ob tatsächlich ein Zeichen für die Demokratie gesetzt wird und jede Fraktion den ihm zustehenden Vizepräsidenten bekommt. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Ach, wissen Sie, aus den Erfahrungen der vergangenen Legislatur rechnen wir natürlich mit gar nichts, nicht wahr? Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass die anderen Konkurrenzfraktionen zur demokratischen Teilhabe und zum Pluralismus zurückkehren und uns den zustehenden Bundestagsvizepräsidenten auch gewähren bzw. dort mitstimmen. Alles andere wäre unparlamentarisch. Die Frage richte ich gerne weiter an Herrn Professor Kaufmann. Ich habe mich an alle Parlamentarier gewendet mit einer Nachricht. Es kamen einige Rückfragen. Ich möchte aber jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen, von wem genau. Ich war mit einigen Abgeordneten im Kontakt.
Also das heißt dann natürlich auch, dass tatsächlich andere Abgeordnete ihren Auftrag sehr ernst nehmen und sich auch inhaltlich mit unseren Kandidaten auseinandersetzen. Ja, Michael Kaufmann wird aber allerhöchstwahrscheinlich morgen nicht zum Bundestagsvizepräsidenten gewählt. Und das bedeutet, dass die FDP etwas exklusiv hat hier im Bundestag, nämlich den einzigen Mann im zukünftigen Bundestagspräsidium, Wolfgang Kubicki, so ist es zumindest angekündigt. Was die FDP jetzt für die nächsten Tage und vor allen Dingen morgen für die konstituierende Sitzung plant, das sagt der erste parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann. Die Fraktion der Freien Demokraten trifft sich in ihrer Sitzung heute um die konstituierende Sitzung des 20. Deutschen Bundestages vorzubereiten. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Amtszeit, wenn Sie so wollen, des 19. Deutschen Bundestages endet. Der 20. Deutsche Bundestag tritt zum ersten Mal zusammen. Und das ist natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen etwas ganz Besonderes, insbesondere auch für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt an Bord haben. Darüber hinaus ist diese konstituierende Sitzung auch von großer Bedeutung für die Bundesregierung. Sie wissen, die Bundesregierung scheidet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages aus dem Amt. Ich möchte deshalb auch schon an dieser Stelle mich bedanken für den Dienst der Mitglieder der Bundesregierung, denn bei aller Streitbefangenheit im Detail, auch bei allem Wahlkampf, den wir ja miteinander und auch gegeneinander geführt haben, ist natürlich der Dienst als Mitglied der Bundesregierung mit großen Anstrengungen verbunden. Und auch wenn man im Wege streitet, so möchte ich doch auch allen das Ziel unterstellen, dass sie ihre Arbeit dem Dienst am deutschen Volke gewidmet haben. Und für diese Anstrengung und Entbehrung, die die Mitglieder der Bundesregierung dort geleistet haben, möchte ich mich im Namen der Freien Demokraten bedanken. Die FDP selber hat formal noch nicht über ihren Kandidaten entschieden, aber ich traue mich, den Entscheidungen, ohne den Gremien vorgreifen zu wollen, aber schon anzukündigen, dass der einzige Kandidat, der mir bekannt ist und der auch vollste Rückendeckung von jeder und jedem, die ich kenne, hat, Wolfgang Kubicki sein wird. Wolfgang Kubicki hat das Amt eines Vizepräsidenten bereits 4 Jahre ausgeübt. Jeder kennt ihn als eine unüberhörbare Stimme der Freiheit. Er hat die Sitzung streng und gerecht, und das darf ich sagen, galt auch gegenüber seiner eigenen Fraktion, insbesondere das streng galt gerade gegenüber seiner eigenen Fraktion, geführt, hat immer mit hoher Zeiteffizienz die Sitzung geleitet und, wenn ich das sagen darf, hatte ja die operative Aufgabe, unter anderem die Bau- und Raumkommission des Deutschen Bundestages zu leiten. Und bei Baumaßnahmen ist man ja einerseits großen Herausforderungen gegenübergestellt. Sie wissen alle, der Bundestag wächst und wächst und wächst. Das bedeutet, man braucht neue Raumkapazitäten. Und als Vorsitzender der Bau- und Raumkommission verhandelt man regelmäßig mit dem Land Berlin und auch mit dem zuständigen Bezirk und den Bezirksämtern. Und das hat er in einer Art und Weise getan, dass er sich bei allen anderen Fraktionen, glaube ich, größten Respekt erarbeitet hat. Und deshalb spricht alles dafür, dass Wolfgang Kubicki natürlich seine Arbeit fortsetzen kann. Es ist ja weder eine Neuigkeit noch ein Geheimnis, dass wir uns als Partei der Mitte in der Mitte des Parlaments am wohlsten fühlen und deshalb dort auch gerne sitzen würden. Das ist kein neues Anliegen. Dieses Anliegen haben wir schon vor 4 Jahren vertreten. Und Politik ist eben manchmal das Bohren dicker Bretter. Jedenfalls hat Max Weber das ja so beschrieben. Und deshalb wollen wir dieses dicke Brett bohren. Es ist so, die FDP ist eine Partei der Mitte. Und deshalb gehört sie auch in die Mitte. Und dafür setzen wir uns ein. Ja, von der kleinsten zur drittgrößten Fraktion aufgestiegen sind die Bündnisgrünen, stellen natürlich auch weiterhin eine Vizepräsidentin. Das wird mutmaßlich die bisherige sein, nämlich Claudia Roth, die das ja schon seit 2 Legislaturperioden macht. Die Bündnisgrünen werden allerhöchstwahrscheinlich in eine Regierungskoalition eintreten. Folglich ist die Laune in dieser Fraktion ziemlich gut. Das hören wir jetzt auch von der amtierenden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt. Das sind sehr aufregende Zeiten, kurz vor der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages. Alle Fraktionärinnen und Fraktionäre haben sich auf den Weg gemacht, um morgen ein Präsidium zu wählen. Und wir freuen uns sehr darüber,
dass wir mit einer sehr überzeugenden, starken Kandidatin, mit Claudia Roth, dort im Deutschen Bundestag auflaufen werden, dass wir wählen werden. Und wir werden natürlich auch in unserer Fraktionssitzung zu Gast haben, die Kandidatin für das Präsidentinnenamt, Bärbel Baas, wird bei uns zu Besuch sein. Und wir werden sie befragen, ein kurzes Gespräch mit ihr haben und dann entscheiden, ob wir sie unterstützen, wovon ich ausgehe. Ich kenne Bärbel Baas als sehr, sehr gute, sehr zuverlässige, kollegiale, solidarische Kollegin. Und das geht auch vielen Kolleginnen und Kollegen so in unserer Fraktion. Mit der Konstituierung des Deutschen Bundestages sind alle Vorgänge, die wir natürlich dann auch zu beraten haben, virulent. Die Frage heißt dann, wer kommt eigentlich in welchen Ausschuss, alles dieses. Aber das ist natürlich parallel zu den Koalitionsverhandlungen. Insofern gibt es dazu aktuell jetzt noch keine Entscheidungen und auch keine Vorentscheidungen. Was die Frage der epidemischen Lage angeht, will ich Ihnen Folgendes sagen. Wir haben aktuell weiter steigende Inzidenzwerte. Wir haben aktuell nach wie vor die Situation, dass Kinder nicht geimpft werden können. Ich finde, wir müssen diese Situation sehr, sehr ernst nehmen und überlegen, auf welche Art und Weise wir Schutzmaßnahmen in dieser Zeit auch gewährleisten können. Damit beschäftigen wir uns dann auch im Parlament. Und wenn es soweit ist, dann werden wir Ihnen auch sagen, auf welche Art.